Da hinten sehe ich den Fichtenwald. Mhm. Also, aber die nächste Markierung kann ich jetzt von hier aus auch nicht sehen. Ich will mal was machen. Ich will mir mal die Koordinaten hiervon aufschreiben. Moment mal, eben wieder meinen Block da hervorkramen. Im Augenblick mal, ja. Ich muss eben noch die Seite aufschlagen. Ja, wo haben wir das denn? Hier, da ist die Seite. So, also gut, was haben wir denn jetzt hier? Also, das ist eben eine der Markierungen. So, x minus 11, 18. Und z, y ist ja egal. Z ist 1575. So, gut, dann kann das wieder weg. Ich will nämlich diese Markierungen immer aufschreiben und da mal sehen, ob ich denn irgendwie so eine Linie an Koordinaten nachvollziehen kann, wo die Markierungen sind und dann auch den Küstenverlauf und so weiter. Also das kann ich euch nicht zeigen, weil ich das so nebenher einfach nur so mache. Habe mir da ein kleines Programm geschrieben. Also ich meine, das ist nicht viel. Das wären die Koordinaten. Moment, wo muss ich hinlaufen jetzt? Da lang. Ich könnte mir aber mal das ansehen, nur nicht verlaufen. Also die Koordinaten aufgeschrieben und dann in einem Plot angezeigt, das ist so nichts weiter tragisch. Oh, da ist ja Wüste. Stimmt, ja, die haben wir ja gesehen. Sehr gut. Wüste ist gut, da gibt es viel Sand. Gut, also es ist schön und gut zu wissen, dass hier Wüste in der Nähe ist. Jetzt will ich aber eigentlich da nicht durch den Wald hier wieder zurücklaufen. Ja, macht nichts, ein bisschen schon. Ich komme ja schon wieder irgendwie hin. Die Wüste ist gar nicht so weit weg. Ja, das ist cool. Also ich weiß zwar jetzt noch nicht, was ich mit dem Sand hier so machen soll, außer zu Glas verarbeiten. Ja. Aber ja, vielleicht will ich auch mal so Sandstein, also einen einzigen haben wir ja schon. Vielleicht will ich ja mal mehr. Ich glaube, ich habe mich doch verlaufen. Da ist auch eine Menge Sand. Ich hasse es, mich zu verlaufen. Da stehen Skelette, da will ich ja nicht hin. Was wollte ich jetzt sagen? Da, ja, vielleicht mache ich ja mal ein paar Gebäude, dann nicht immer nur aus Bruchstein, das habe ich ja auch schon mal gesagt, dass das auch nicht so das Wahre ist. Auch mal was aus was anderem. Aus Glattstein zum Beispiel auch. Oder eben auch aus Sandstein. So, wo muss ich denn jetzt hin? Da ist wieder Wüste. Ich glaube, ich muss ein bisschen in diese Richtung. Ja, die Höhle will ich jetzt nicht sehen. Das ist unglaublich, ja, wie man sich verlaufen kann. So. Ach ja, guck mal an. Da sind wir. Da ist unsere Hütte. Ja. Jetzt müsste ich mir mal überlegen, wo denn der Zaun hier überhaupt hin soll. Also wie soll das Ganze denn abgegrenzt sein? Erweitern kann man das ja immer noch. Das ist ja nun mal ein richtig großes Gebiet. Oder soll ich... Ja, ich will immer Bäume fällen. Ach, ich habe eine Idee. Ich werde mir das nochmal überlegen. Und dann vielleicht später nochmal in der Kopiewelt dann da mal ein bisschen rumlaufen und dann mir überlegen, wo denn die Grenzen, also wo denn der Zaun hin soll. Und dann werden wir jetzt einfach nochmal ein bisschen... hier ein bisschen Material abtragen. Ich glaube, in der Kopiewelt habe ich das hier schon zweimal abgetragen. Also dann immer wieder dann erneut den Spielstand eben gelöscht und dann schieben und später dann wieder gemacht, irgendwie so zur Entspannung. Aber jetzt muss ich eben auch mal hier im eigentlich richtigen Let's Play sein. Das alles andere gilt ja nicht, da ist in der Kopiewelt. Die habe ich ja nur so aus Sicherheit oder weil ich dann eben mal was ausprobieren will. Ob es denn funktioniert und so weiter. So dass das hier jetzt... Also das sind meistens irgendwie so langweilige Sachen, die dann irgendwie schon mich interessieren, aber jetzt nicht so wichtig sind für das Let's Play. Und dann mache ich das in der Kopiewelt.
Und dann, jetzt habe ich wieder mal den Faden verloren. Und ja, aber wenn dann doch was Vernünftiges rauskommt, dann muss ich es eben hier nochmal machen. Also das sind alles nur kleine Sachen, also keine Angst, der versäumt ihr nichts. Ich will euch sowas auch nicht vorenthalten. Also ich habe mich auch gefragt, ob das vielleicht für euch Zuschauer interessant ist, hier die Reise wieder zurück zum ursprünglichen Spawnpunkt, nur weil mich das jetzt so besonders interessiert hat. Wie dem auch sei, also ich will es euch nicht vorenthalten, denn ich finde es interessant. Und ich will auch irgendwie da keine großen Sendepausen machen und dann in der Zwischenzeit irgendwas anderes machen und euch dann irgendwie sowas Fertiges präsentieren. Nee, irgendwie, es sei denn, es findet es total langweilig, dass ich jetzt hier das alles so abhaue, dann, okay, dann schreibt es in die Kommentare. Dann mache ich das irgendwann, also gemacht werden soll es ja, ne, dafür habe ich mich entschieden. Dann mache ich das eben wirklich dann mal so. Es wird schon wieder dunkel, ne? Dann mache ich das eben wirklich einfach mal so und präsentiere euch es dann, wenn es fertig ist. Aber dann würde ich auch wirklich nur das hier machen. Na, wenn mir da mal ein Creeper dazwischen kommt, okay, dann mache ich den platt, aber ansonsten würde ich wirklich nur diese stupide Arbeit da machen und euch vom eigentlichen Spiel dann, von den interessanten Sachen dann nichts vorenthalten. Das würde ich nicht machen. Ich kann dann mal wieder mit meiner Stufentaktik da weitermachen. Aber ich glaube, ich bleibe jetzt hier und hau mal die Nacht ein bisschen weiter. Achso, das mit der Schaufel am besten. Oh, und dann geht's hier weiter. Das falsche Werkzeug. So, ab und an mal umgucken, ob da irgendwie sich ein Creeper anschleicht. Aber gerade ist das nicht der Fall, dann machen wir einfach weiter. Oh, ich sehe gerade, wir haben wieder 18 Erfahrungspunkte. Da könnte man doch mal wieder neues Werkzeug machen. Und es verzaubern. Was haben wir denn da gerade so? Oh, das ist eine Diamantspitzhacke. Die habe ich jetzt hier so. Nee, das will ich nicht. Nee, ich will nicht. Die räume ich gleich wieder weg. Also ich habe ja noch nicht so viele Diamanten und das werden wohl auch auf absehbare Zeit nicht so viele werden. Werkzeug hier. Und deswegen, ja, will ich, was ist das? Glück, Haltbarkeit, Effizienz, ja, dann kann ich ja die nehmen. Effizienz 1, ja. Egal. Dann will ich mir die Diamantspitzhacke noch aufheben. Und die nur für, was weiß ich, für besondere Anlässe verwenden. Wobei ich jetzt nicht definiert habe, was ein besonderer Anlass ist. Also, einfach mal abwarten, ne? Es geht ja mit der Eisenspitzhacke auch ganz gut. Die ist jetzt verzaubert, ja, deswegen ist sie besser. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Diamant und Eisenspitzhacke? Die Diamantspitzhacke, ja, die, ja, da ist ein Gang. Die ist effektiver, das heißt, ich kann schneller abbauen und wahrscheinlich hält sie auch länger. Das weiß ich jetzt aber nicht genau. Muss ich mal wieder nachsehen, obwohl ich es jetzt auch nicht so interessant finde. Aber, ja, okay, die ist verzaubert. Deswegen geht die so schnell. Ja, das ist ja gut. Dann kriege ich hier was weg. So, liebe Leute, fast eine Dreiviertelstunde. Da kann ich 3 Folgen draus machen. Ah, das ist ein Skelett. Ich habe aber Lust, noch weiterzumachen. Also ein paar Minuten habe ich ja noch für diese Folge. Es läuft ja gerade so gut. Jetzt bin ich da reingefallen. Naja, bald nicht mehr, bald haben wir das auch. So, ja genau, ich mache jetzt erst diesen Block hier vorne weg und dann hier den da hinten. Oder also irgendwann später dann. Ah ja, ich habe mich gerade gefragt, warum ich noch nicht reingefallen bin, aber da war es ja noch einen Meter hin bis da. So, wie sieht es da vorne aus? Ah ja, machen wir erst die Ebene hier ganz weg. Ja, jetzt mal sehen und mal überlegen, was fällt mir denn gerade so ein, worüber ich denn so sprechen könnte. Ja. Also oder, ich meine, ich muss das jetzt ja nicht abhauen. Ich kann auch noch was anderes machen, aber mir fällt jetzt irgendwie gar nichts. Ich meine, mir fällt schon was ein. Aber das Zeug hier, das muss jetzt endlich mal weg. Das ist da schon so lange. Das nervt mich schon richtig. Und jetzt mit der Spitzhacke hier geht es ja auch ganz gut.
So, eine Schaufel. Jetzt mache ich aber erst den hier diesen Klotz hier weg. Bevor ich mich dann um den Boden kümmere, das soll ja auch alles Erde sein. Und da muss ich den restlichen Kies hier noch raushauen und den Glattstein noch. Ach ja, apropos Glattstein. Im Lager weiter ausbauen. Das ist jetzt auch wieder viel Gekloppe dann, aber... Also ausbauen meine ich jetzt nicht neue Kisten hinstellen, das reicht jetzt erstmal. Sondern die Decke dann noch weiter ausschachten. Dass die 6, habe ich ja vorhin jetzt schon gesagt, dass die 6 Blöcke hoch wird. Und das könnten wir noch machen, ja. In der nächsten Folge. Das sind eben so Sachen, ja, die sollen gemacht werden. Und da muss ja nicht alles auf einmal sein, aber so ab und an muss ich dann eben da doch mal dran weiterarbeiten. Womit wir wieder beim Baustellenhopping sind. Also ab und an muss ich da doch dran weiterarbeiten, weil das ja sonst nie was wird. Und es soll was werden. Ich will das so haben und deswegen wird es auch gemacht. Habe ich mir in den Kopf gesetzt und deswegen soll es dann auch sein. So. Aber hier, naja gut, ich meine, flach geworden ist der Klotz jetzt schon, aber er ist eben auch immer noch ziemlich breit. Aber ich könnte ja mal hier von der Seite hier jetzt da anfangen mit der Stufentaktik. Also auch wenn es jetzt nicht mehr so viel ist, aber immerhin. Also so viele Stufen sind es ja nicht mehr, die ich da machen könnte. So, dann noch Erde. Moment, da war schon richtig so. Ja, dann mache ich mal die Erde hier weg. Dann ist zumindest schon mal das hier gemacht. So, dann haben wir da Erde weg. Hm, sehr gut. Ist da hinten noch Erde? Nö. So, ich würde jetzt da mit der Stufentaktik weitermachen. Oh, da haben wir ja schon Stufen. So. Kommt gleich die nächste. Ja, ich brauche ein Thema. Ein Thema, was ich labern kann. Mir fällt aber gar nichts ein. Ja, da muss ich das tatsächlich jetzt mal vorbereiten, da was ich vorhatte. Einfach mal ausprobieren, ne? Ob mir das gefällt, ob euch das gefällt. Ich will es ja noch nicht verraten, weil ich mir dazu noch Gedanken machen muss. Vielleicht überlege ich es mir dann doch ganz anders. Und dann mag ich das überhaupt nicht. Und da will ich jetzt mal lieber nicht so den Mund zu voll nehmen und auch nicht zu viel versprechen. Ich muss es einfach mal ausprobieren und dann werden wir das schon sehen. So, da ist wieder eine Reihe weg. Sehr gut. Ja, da sieht man doch was, dass da was vorangeht. Ja, aber so ist das ja auch gedacht. Dann kann ich jetzt auch gleich mal hier was machen. So, das da. Da kann ich auch mal hier da gleich wegmachen. Da innen auch. So weit, wie ich eben hinkomme. Und da auch. Ja, so. Ah, ist nur Regen gewesen. So, aber jetzt ist es immer noch Nacht, aber hier ist irgendwie... Ist es ziemlich friedlich. Ja, das soll mir recht sein. Ja, wieder hoch. Die nächste Stufe. Naja, und schon falle ich wieder runter. Ah ja, hier. Na, Stufen. Ach hier, Leute, das kriegen wir noch weg jetzt hier, oder? Ja, es ist schon noch einiges. Aber ja, die vierte Viertelstunde hat gerade angefangen jetzt. Läuft seit 2,5 Minuten. Ja, so genau muss es ja nicht sein. Ja, das kriegen wir schon weg. Und dann gehen wir noch ein bisschen ins Lager und machen da was. Auch wenn mir immer noch nicht eingefallen ist, worüber ich reden könnte. Na, da kommt der Besuch. Der sieht aber auch cool aus hier. Ach ja, ich finde das ganz schön, ja, mit diesen neuen Texturen. Ich weiß jetzt nicht, wo das herkommt. Kommt das von... was war das denn nochmal? Visas Texture Pack. Spinne. Das war es nicht, weil ich da das. Damit habe ich ja angefangen. Ah ja, es wird hell, ja, da. Und da kommt. Oh, der hat ein Schwert. Na, lässt du das fallen? Nö. Na, dann eben nicht. So. Esse ich immer ein Brötchen und bin beleidigt. So, diese Markierung da hinten, ist das die, wo wir gerade waren?